Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Im letzten Teil sind wir durch die Anstalt geirrt, haben Dr. Young gerettet mit explosiven Wänden, bei denen ich einmal verkackt habe. Und haben außerdem einen Menschen gerettet, der irgendwie an einem elektrischen Stuhl oder sonstiges festgeschnallt war. Und der mir kackfrech ins Gesicht lügt und sagt, ich konnte nicht reden. Dabei konnte er sehr wohl reden. Und nun stehen wir hier vor der Observationskammer, in der ein ominöser Charakter sich befinden soll. Und ohne Umschweife gehen wir jetzt genau da rein. Boss, alles erledigt. Der Raum ist voller Gas und Captain Hook ist darin gefangen. Die Sache ist, dass Razor nicht rausgekommen ist. Er steckt da fest. Na, das wird ihm eine Lehre sein, herumzutrödeln. Lass keinen heraus, auch nicht Razor. Er hat mich im Stich gelassen und das mag ich nicht. Ja, klar, Boss. Er hat uns sowieso nur aufgehalten. Nicht weinen, Cash. Du bist genau da, wo wir dich haben wollen. Ich komme hier raus und du wirst dir wünschen, du wärst wieder in deiner Zelle. Haha, ja klar, Idiot. Ja, ich kann mich irren, aber ich glaube, die beiden sind schon wieder eineige Zwillinge. Nicht nur das, sie haben sogar an ein und denselben Stellen Narben. Los, Batman! Bam! Sehr schön, dass er auf den Tisch gelassen ist. Cash, was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Wie mutig! Klatscht für Mr. Cash in die Hände. Er kann einen Raum. Der Joker ist einfach geil. Wenn ich rauskomme, wirst du dich totlachen. Immer locker, Kumpel. Ich mache uns. Trotz hässlicher. Ich kann es nicht erwarten, es dir heimzuzahlen. Lassen Sie es gut sein, Cash. Können Sie von drinnen das Ventilatorsystem steuern? Ja, das ist derselbe. Die Mutter tut mir leid. Ich finde. Batman findet immer einen Weg, denn es ist Batman. So, hier ist ja, denke ich mal, zu. Jupp. Macht ja nichts. Schwingen wir uns mal da oben rauf. Und reißen mal wieder komplett wütend diesen Lüftungsschacht raus. Joker hat den Raum mit Gas geflutet und wir sind hier gefangen. Ich kann die ganze Nacht hier sitzen, aber der Doc sieht nicht gut aus. Weg damit. Was kostet die Welt? Sind ja nur unsere Steuergelder. So, da hängt wer... der da macht. Muss ich erstmal schauen. Ich muss jetzt hier die... Das war keine gute Idee. Ich muss jetzt hier irgendwie die Schalter aktivieren. Von den Ventilatoren. Oder den Ventilator. Na, sag schon. Ventilator, Ventilatorenanlagen. Das Wort. Sag mir, Absaugventilator. Ja, natürlich, das war genau das Wort, nach dem ich gesucht habe. Kann ich da nicht rüber schweben? Nee, anscheinend nicht. Das ist ja jetzt blöd. Da ist was. Muss ich jetzt noch wahrscheinlich nur den richtigen Winkel finden. Ah, natürlich hier einmal. Das Bull zeigt, dass Ventilator 1 vorher ist. Jetzt kann ich hier rüber. Und noch schnell den Joker-Zahn da kaputt. Da ist er. So, klettern wir mal da rüber. Hops. Und hops. Wir sind hier bald raus, bleibt kommen. Joker sagt, ich hätte Zeit rauszukommen, bevor ihr alles vergasen würde.
Der letzte. Ja. Es ist die Frage, ob ich da drauf gehen kann oder nicht. Denn eigentlich müsste ich das eben mit dem Explosivgewehr machen. Nein, das kann ich nicht. Aber ich kann natürlich den Typen einfach runterhauen und gucken, ob es ausreicht. Ich fürchte, ich kann den Mann nicht sterben. Na, ich wollte sagen, ich dachte schon fast, ich werde zu langsam, aber ich habe es geschafft, denn Batman schafft es immer. Denn Batman tötet nicht. Batman kommt gerade rechtzeitig. Das nächste Mal, Cash, erschieße ich dich und hab's endlich geschafft. Aaron Cash. Schauen wir uns auch an. Aaron Cash, einer der erfahrensten und meist respektierten Wachmänner der Anstalt von Arkham, fürchtet nur einen Patienten, Killer Croc. Obwohl ihn dieser während seines Aufstandes schwer verletzt hatte, ist Cash bis heute entschlossen, die Patienten der Anstalt im Zaum zu halten und seine Angst vor Croc zu überwinden. Wachmann in der Anstalt von Arkham. Ja. Enorme Körperkraft, exzellente Reflexe. Einer der erfahrensten Wachmänner in Arkham. Langjährige Feindschaft mit Killer Croc. Ja, wenn ich mir dieses Bild von diesem schwarzen Wachmann ansehe, dann denke ich auch sofort an enorme Körperkraft und exzellente Reflexe. An was sonst? Dann soll ich jetzt nochmal ein Pläuschchen mit ihm halten, wahrscheinlich. Bist du noch, Kollege? Ja, er ist noch bewusstlos, alles cool. Firefly escapes, Gotham on high alert. Roman Sionis in court, ruling Gotham, theater no more. Garfield Linz escapes Blaze. Auch hier finde ich direkt, und hier ist noch ein Flammenwerfer, hier finde ich direkt wieder ein Riddler-Rätsel, das ich direkt scanne. Zu klein, okay. War dieses Glühwürmchen etwa zu feierlich? Denn hier geht es um Firefly. Nein, es geht nicht um die TV-Serie Firefly, die total awesome ist. Nein, es geht um den Charakter Firefly. Der Pyromane Garfield Linz begann seine Karriere als Kleinkrimineller, verübte jedoch schon bald Verbrechen auf höherem Niveau und brannte dabei große Teile von Gotham nieder. Als sich das von ihm gelegte Feuer jedoch nicht mehr kontrollieren ließ, erlitt er schwere Verbrennungen und ist seitdem am gesamten Körper durch Brandnamen entstellt. Heute trägt er bei seinen kriminellen Aktivitäten einen feuerfesten Schutzanzug, wenn er nicht gerade im Black Age mord. Ja, auf die Idee hätte er wahrscheinlich vorher mal kommen sollen. Natürlich ist auch er ein Berufsverbrecher. Haare weiß mit schwarzen Schläfen. Haha, sehr detaillierte Beschreibung. Umfassendes Wissen über brennbare Stoffe, umfangreiches Arsenal von Flammenwaffen. Mehr als 90% seines Körpers sind vernarbt. Soziopath mit ausgeprägter Pyromanie. Sprechen wir mal mit Aaron, ja? Warum habe ich die Intensivbehandlung verlassen? Ich hätte schon dafür gesorgt, dass der Freak bleibt, wo er hingehört. Ach so. Und hier finden wir wieder ein Tonband. Aufgezeichnetes Gespräch Nummer 39. Der Patientenname ist Edward Nigma. Ich muss noch entscheiden, ob Mr. Nigma ein geeigneter Kandidat für den Titanprozess ist. Ich würde gerne über deine Kindheit reden. Ganz schlecht. Was? Nach dem, was man hört, hat damals deine Rätselbegeisterung begonnen. Ich glaube, wenn wir über diese Jahre sprechen, könnte das dein triebhaftes Verhalten erklären. Sehr schön. Mein Vater hat mich gehasst. Er hat mich immer einen Schwachkopf genannt. Verstehe. Ich wollte ihm das Gegenteil beweisen, also habe ich an einem Schulwettbewerb teilgenommen. Es gab einen 20-Dollar-Preis für den Schüler, der ein fast unmögliches logisches Problem lösen konnte. Ich habe natürlich gewonnen. Hat das deinem Vater gefallen? Kaum. Er war überzeugt davon, dass ich betrogen hatte. Er schrie immer, du musst geschummelt haben. Gib's zu, du Schwachkopf. Ich habe geschworen, dass ich es nicht getan hatte. Und er schlug mich fürs Lügen. Das tut mir leid, Edward. Muss ihm nicht leid tun. Er hatte recht. Tidum. Ja, auch das wieder ein sehr schönes Tonband, das sehr gut den Charakter des Riddlers widerspiegelt. Und
Da wir Aaron Cash jetzt gerettet haben, können wir endlich in den Raum, von dem der Joker vorhin gesprochen hat und mit dem ich euch heute geteasert habe. Ha, aber erst benutzen wir unser Upgrade, um etwas Cooles zu kaufen. Panzer-Upgrades, Battering Kraft höher, Zwillings-Battering. Ja, okay. Ich denke, ich nehme den Zwillings-Battering. Ja, jetzt können wir nämlich endlich losstratzen in den Fahrstuhl, der vorhin verschlossen war. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Da springt doch direkt Hannibal Lecter aus der Torte. Ich kann's nicht erwarten. Aber auch er ist kein Problem. Ein glücklicher Patient ist ein ruhiger Patient. Willkommen in der Nacht. Ich muss sagen, ich wusste es tatsächlich nicht. Ich bin einfach drauf losgerannt. Weil ich einfach mal gucken wollte, was passiert. Und ja, da springt erstmal diese Person aus dem Ding. Ja, okay. Alles cool. Unsere Flüge mit geringen Sicherheitsanforderungen bieten normalen, aber aufgewühlten Personen einen sicheren Hafen für eine Heilung. Ladezeiten, eine Frechheit! Eine genaue Übersicht über unsere Kosten. Hast du sie gefunden? Geht's ihnen gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Batman, wir haben noch ein Problem. Ich muss zur Villa. Meine ganzen Forschungsnotizen sind da. Wir können nicht riskieren, dass die Joker in die Hände fallen. Es ist nicht sicher, Doktor. Die Insel ist Kriegsgebiet. Sie hätten keine Chance. Das ist mein Lebenswerk. Du hast wirklich nicht die Berechtigung... Ich bringe sie dahin, Batman. Wenn du mich fragst, ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Das gefällt mir nicht, aber wer hat den Fahrstuhl gerufen? Wir waren das nicht. Er kommt aus dem unteren Stockwerk. Cash, nehmen Sie Dr. Young mit. Holen Sie Ihre Aufzeichnungen und dann finden Sie einen sicheren Aufenthaltsort. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich. Der Boss sagt, er ist irgendwo hier drin. Schwärmt aus! Natürlich kommen jetzt wieder ein paar Fieslinge hierher. Aber dann kann ich euch hoffentlich jetzt gleich endlich mal eine der neuen Fähigkeiten zeigen, die ich gerade gekauft habe. Beziehungsweise vorhin. Was für ein Krankenhaus ist das? Sieht mir nach Folterkammer aus. Den können wir uns, denke ich mal, so ganz gut ranschleichen. Ich hasse Krankenhäuser. Da grusel ich mich immer. Na, beweg dich doch bitte noch ein Stück. Danke. Und schlaf gut. Put. Komm schon, wo bist du? Ach, zur Hölle damit. Na gut, der macht nicht das, was ich will, aber der da macht, was ich will. Denn ich kann mich nämlich jetzt hier schön hängen lassen und scheitere ihn aus. Was machst du da? Jemand muss da rüber. Ah! Das ist... anständiger Batman-Style. Mann am Boden, da liegt einer! Wer hast du jetzt entdeckt? Den anderen Kumpel? Ich werde hier sterben und keiner erfährt es. Na, sei mal nicht so pessimistisch, Kollege. Du drehst schon. Was zum... Hä? Was zum... Wieso macht er das denn nicht? Ach, ich glaube, die, das weiß. Ah. Wie so unsichtbare Wand, ich glaube.
diese Ketten hier haben verhindert, dass meine Battlewechsel durchkommen. Ja, das ist natürlich unschön, aber gut. Da konnte ich diesmal wirklich nichts für. Ich hülle meine, oder ich wasche meine Hände in Unschuld. Ei, was sehe ich da? Eine weitere Riddler-Trophäe. Machen wir also auch mal schnell diese Wand kaputt. Eigentlich läuft Batman auch müde durch die Gegend und ramponiert diese Anstalt. Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Ich bin gespannt, wo ich rauskomme. Ja, warum macht er das jetzt nicht wieder total aggro, wie wir ihn kennen? Da ist er jetzt natürlich gesittet. Ja, logisch. Ich wollte ja in den Fahrstuhl. Ach ja, mit dem Alter, ne? So, gehen wir jetzt endlich mal in den Fahrstuhl. Na, was denn? Zu leicht! Denk mal drüber nach! Ich habe dich in einer kleinen Metallkiste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Nee. Sag gute Nacht, Bats. Kleiner Scherz. Ich habe noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Allen! Sich den Ängsten stellen, was könnte das wohl sein? Kein Crane! Was ist los? Nur Scarecrow! Hol sie von mir runter! Hol sie von mir runter! Helf mir! Oh nein! Ich bin Hilfe! Ja, natürlich treibt auch Scarecrow hier in der Anstalt sein Unwesen. Aber ich weiß nicht, ob wir ihm jetzt schon direkt hinterher hechten oder ob er erst später auftaucht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Genau. Ein bisschen rückwärts, sieht nicht so aus. Dann bahnen wir uns mal hier den Weg durch diese... Bitte hilf mir, Batman! Commissioner Gordon! Nein. Ich werde dich retten, Commissioner! Spuren. Commissioner, ich komme. Es tut mir leid, Trin. Barbara.
Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Oh, oh, oh. Commissioner Gordon tot. Barbara geht nicht ran. Das sieht schlecht aus für Batman. Kakerlaken. Überall Kakerlaken. Man achte auf das schöne Matschgeräusch, während Batman über die Kakerlaken. Leichenschauhaus. Du solltest nicht hier sein. 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 Okay, ganz schön spooky das Ganze. Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Ihr fragt euch jetzt sicherlich an dieser Stelle, spielt Bacon Zack immer noch Batman oder ist das jetzt P.T.? Vater, du hättest ihm die Stirn bieten müssen. Wie ein Mann. Mom? Hilf uns, Bruce. Lass uns nicht sterben. Überraschung. Natürlich ist das alles nur auf Scarecrows Angstgas zurückzuführen. Und ja, wo sind wir denn nun gelandet? Batman schiebt krasse Halluzinationen und ich bin mir sicher, ihr seid sehr gespannt, was er so alles sieht, während er auf Drogen ist. Aber das heben wir uns für den nächsten Teil auf von meinem Let's Play. Deswegen schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Und ich sag erstmal, hauen Sie, bauen Sie!